Reesers Kontakt bei der Wartikorp. Er schützt seine Quellen ziemlich gut. Warty City, Japan. Ich habe jetzt ein bisschen mehr, dem ich nachgehen kann. Ich muss mir nur Zutritt ins Wartikorp Hauptquartier auf der anderen Seite des Canyons verschaffen und dort Kontakt zu dem Verbindungsmann von Reza aufnehmen. Liv versprach mir, bald mehr Informationen zu schicken. Bis dahin sollte ich einen Weg dahinüber gefunden haben. Gott, wie kalt es hier doch ist. Von einem spannungsgeladenen Moment werden wir geradezu in den nächsten geworfen. Jetzt stehen wir hier. Wir sind mitten im Herz von Japan, konzerntechnisch oder unternehmungsführerisch gesehen. Wir befinden uns in der Wartikorp City in der Nähe der Wartikorp Corporation oder so ähnlich. Und unser Auftrag schaut demnach so aus, dass wir direkt ins Herz dieses Konzerns gelangen sollen. Ins Herz der Wartikorp Corporation. Wahrscheinlich ist uns allen nun auch bewusst, wozu dieser Konzern eigentlich gedacht ist. Unter anderem für hochtechnologische Erfindungen, wie zum Beispiel unseren altbekannten und liebreizenden Wonkers. Und das werdet ihr jetzt sehen, wenn wir uns um 180 Grad drehen. Da ist ja auch deutlich zu sehen, der leuchtende Schriftzug Wartikorp. Genau, sie sind in der Lage, diese liebreizenden Wartillas herzustellen, aber auch Überwachungsdrohnen, so nehme ich an. All diese Drohnen, die sich am Himmel wegbewegen, ja, sind nicht ausschließlich Überwachungsdrohnen, sondern auch Transferdrohnen, so nehme ich an, dass sie bestimmte Materialien von A nach B bringen. Innerhalb des Konzerns muss es wohl einen Kontakt geben, zu dem Reza zuvor Verbindung gehalten hat. Wir wären nicht umsonst hier. Für uns heißt es jetzt, dass wir uns einfach mal näher umschauen. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Was uns diese Dame über diesen Konzern zu berichten hat. Das ist eine Konzernstadt. Was bedeutet, dass jeder hier für die Wartikorp arbeitet? Ach, ist das so? Woher weißt du das? Ist das altbekannt in dieser neuen Welt? In der Welt von Stark? Jeder wartet, dass die Wartikorp ihr neues Project Ultra reinschüttelt. Ich glaube, es ist ein neuer Robot, der eine Wartilla ersetzt. Aha, das bedeutet Ultra. Das Kapitel schimpft sich so. Ultra, warte doch mal. Ich habe noch mehr Fragen. Ich bin sicher, dass in der nahen Zukunft alle Augen auf die Wartikorp gerichtet sein werden. Meine Schwester arbeitet an Ultra, aber sie weigert sich, mir auch nur das Geringste zu erzählen. Ich habe gehört, dass das gesamte Entwicklungsteam unter Beobachtung steht. Aus gutem Grunde vielleicht. Ein Geheimprojekt, Ultra. Das sollten wir fest im Hinterkopf behalten. Was verbirgst du, Wartikorp-Konzern? Nun ja, hier können wir uns ein Ticket ziehen, was wir jetzt auch sofort tun werden, aber scheinbar ist dieser Ticketverkauf geschlossen. Wahrscheinlich ist heute Sonntag, wie wir dem Schild entnehmen können. Wäre es mitten in der Woche, würde ich mich stark wundern. Der Ticketschalter hat geschlossen. Natürlich. Heute ist nicht gerade mein Tag. Nein, heute ist nicht nur gerade dein Tag. Heute ist Sonntag, Zoe. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So sagen immer alle schlauen Leute. Oder musste ich mir auch des Öfteren anhören in der Vergangenheit. Hallo? Irgendjemand hier? Nein, natürlich nicht. Es wäre zu einfach. War auch zu erwarten. Nun gut. Was ist das für ein Automat? Können wir uns hier... Na klar, der altbekannte ist halt mein Lieblingswort, der altbekannte Bingo-Automat, der Bingo-Cola und alles andere herstellt, der eine gewisse Monopolstellung innerhalb von Stark hat, wie wir mal vernommen haben, und der sich mal mitten in einem Cyberkrieg befand und diesen wohl auch gewonnen hat. Bingo, die beliebteste Limonade der Welt. Und nach dem verheerenden Limo-Krieg von 2159 auch die einzige Limonade der Welt. Bist du an Cola interessiert, Zoe? Es gibt nur Kaugummi. Und ich mag Kaugummi nicht sonderlich. Jede Packung besitzt einen speziellen Warty-Aufkleber. Okay, das ist wenigstens etwas. Kann nicht schaden. Also her mit dir, klebrige Masse. Ich werde mein Mobiltelefon verwenden müssen, um etwas zu kaufen. Klar, Bargeld ist sehr rar. Oder Zoe ist ja nie im Besitz von Bargeld. Wozu auch? Der wird wahrscheinlich noch sehr gute Dienste leisten, so nehme ich an.
Und was ist das hier für ein Automat? Können wir da irgendwelche Miniaturausgaben eines Wartillas herzaubern? Eine Ticketmaschine. Sie verkauft Karten für das Wartikorb-Museum. Na, ist doch super. Wahrscheinlich müssen wir jetzt eh unser Handy wieder anwenden. Ich brauche mein Handy, um die Maschine benutzen zu können. Habe ich mir schon gedacht. Nicht den Kaugummi. Damit verkleben wir ja nur den Schlitz der Karte. Den Ticketschlitz, meinte ich. Außer Betrieb. Kaufen Sie bitte Ihre Tickets am Ticketschalter. Na super. Großartig. Das macht Sinn. Ja, und wie soll ich jetzt an eine Karte kommen? Oh, toll, du wirst uns sicherlich nicht weiterhelfen. Was ist denn eigentlich noch hier unten? Ah, ist dies der direkte Überweg zum Konzern? Mal schauen. Das ist ein Verbindungsweg zur anderen Seite des Canyons, aber er wird durch diese Drehkreuze blockiert. Ach, wir können uns doch einfach durchzwängen. Komm doch, sei stark. War alles für die Katz. Wird aber wahrscheinlich eines Tages noch wichtig für uns werden. Niemand hier? Hallo? Okay, hier sind wahrscheinlich die Besuchertoiletten oder so. Ich will mich trotzdem nochmal umschauen. Wow, wie tief der Abgrund ist. Also, wie viele Meter ragen hier unter uns in die Tiefe? Wir sollten es nicht ausprobieren mittels einem waghalsigen Sprunges oder so. Ich bin an einem frühzeitigen Ableben nicht interessiert und du auch nicht, Zoe, oder? Ah, hier gibt's noch einiges zu erledigen. Ah, und seht ihr, diese Leinwände hier über uns präsentieren ja schon den liebreizenden Wartilla. Oh, hey. Er scheint ungeduldig. War das etwa ein Flirtversuch, Zoe? Es sieht so aus, als würde er auf jemanden warten. Aber nicht auf uns. Sollte schon hier sein. Sumimasen? Hä? Ah, Komenasai. Ich dachte, dass Sie jemand anderes sind. Verzeihung. Auch beherrschen wir etwa die Sprache Japanisch? Wäre ja gut für unser weiteres Vorankommen. Scheinbar wartest du auf jemanden, aber weißt du, wie wir noch anderweitig in dieses Museum kommen? Denn wir sind nicht im Besitz eines Tickets und ich brauche unbedingt eines. Tut mir leid, ich wunderte mich gerade. Wissen Sie, wie man zum Museum kommt? Mit dem Cable Car. Direkt dort. Das Museum ist auf der anderen Seite des Canyon. Wir wollten heute zum Museum gehen, Yuriko und ich. Sie ist meine Verlobte. Ich verstehe. Und was ist passiert? Sie ist zu spät. Normalerweise ist sie pünktlich. Ach, was rede ich denn? Sie wird nicht mehr kommen. Sollen wir dich etwa beruhigen? Scheint, dass er sich selbst bedauert. Ach, das wäre nicht gerade sehr mitfühlend. Oder wir beruhigen dich einfach. Und danach können wir immer noch fragen, ob er uns vielleicht seine Karte sogar hinterlassen könnte? Ich bin sicher, dass das nicht der Grund ist. Vielleicht wurde sie von irgendjemandem aufgehalten. Sie kennen sie nicht so wie ich. Sie ist sehr genau. Sie hätte angerufen. Nein, ich habe sie eine Zeit lang zu sehr vernachlässigt und jetzt hat sie mich bestimmt verlassen. Aber ich kann nicht mehr auf sie warten. Ich muss gehen. Tja, da geht er hin. Oh. Und nun wird mir schon bewusst, wie ich an eine Karte herankomme. Er hat sie so, glaube ich, zerrissen, oder? Ich kann die zerrissene Karte da drin sehen. Sie ist noch nicht verbrannt worden. Noch nicht verbrannt worden? Oh Gott, wird die etwa hier verbrannt? Na dann her damit. Das ist nur ein Teil, Zoe. Die andere Hälfte der Karte ist noch dort. Na, warum hast du denn nicht beide herausgefischt? Egal. Leer. Der Mülleimer verbrennt seinen Inhalt automatisch alle 10 Minuten oder so. Oh, da waren wir aber noch rechtzeitig. Ein vollständiges Ticket. Nur in 2 Teile zerrissen. Okay. Was mit dir? Können wir mit dir sprechen? Nein. Auf was wartest du denn, falls du überhaupt wartest? Dieser Mann scheint sehr viel Zeit zu haben.
Die Leute hier sehen viel glücklicher aus als in Newport. Wirklich? Ja, du warst ja nur in einem Teil von Newport, also in Venice. Dass da die Leute nicht unbedingt vor Glück überschäumen, ist uns sehr klar geworden. Meine Tochter arbeitet auf dem Hauptcampus, jenseits des Canyons. Sie macht eine Menge Überstunden. Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Spricht für die japanische Arbeitskultur, oder? Die Japaner sind ja fast mit ihren Firmen verheiratet. Also, die Unternehmungskultur ist dort eine ganz, ganz andere als hier in Deutschland oder, sag ich mal, im westlichen Europa. In Japan beträgt die offizielle Wochenarbeitszeit 40 Stunden. Doch eine feste Grenze für Überstunden gibt es nicht. Ohne die Waterkop wäre dies nur eine weitere trostlose Industriestadt. Ich frage mich, was dieses Project Ultra überhaupt ist. Ich hoffe, eine Art Sexrobot. Ich warte auf einen Grund, meine Frau loszuwerden. Okay. Wir sollten vielleicht einen Schritt weitergehen zur nächsten Dame. Der Kampf gegen das extreme Pflichtbewusstsein der japanischen Arbeitnehmer wurde ein nationales Anliegen. Nicht alle Leute sind hier sonderlich gesprächig, aber was ist mit dir, Kleine? Du siehst so auffällig aus. Sie sieht wirklich traurig aus. Kleiner Einwurf, es wird nun wichtig, dass wir den folgenden Lösungsweg nicht versemmeln. Alles Weitere, was jetzt vor uns liegt, ist eine Entscheidung zwischen zwei alternativen Abzweigungen. Und ich werde mich jetzt bemüht zeigen, mich für diejenige zu entscheiden, die für mich die lohnenswertere ist. Das werde ich euch noch erklären oder ihr werdet es auf jeden Fall zu sehen bekommen. Hallo. Oh, hallo Miss. Mein Name ist Zoe, wie ist deiner? Oh, ich bin Rico, Miss Zoe. Schön, dich zu treffen, Rico. Auch schön, dich zu treffen. Rico könnte nämlich noch wichtig werden, wisst ihr? Bist du okay, Rico? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Mein großer Bruder Ren sollte sich um mich kümmern, während meine Großmutter und mein kleiner Bruder Hiro das Museum besuchen. Aber dann traf Ren dieses Mädchen und er ließ mich allein. Wie gemein. Jetzt sind Obasan und Hiro im Museum und ich habe keine Karte. Das klingt nicht sehr nett von Ren. Er mag Mädchen. Jedenfalls mag er sie mehr als mich. Nun, mein Schatz, so sind die Männer nun mal. Zoe. Kannst du nicht schnell deine Oma anrufen? Ich habe es versucht, aber ich komme nicht durch. Und da der Automat kaputt ist, kann ich auch keine Karte kaufen. Nun muss ich hier warten, bis sie zurückkommen. Also Rico, lass dir von Zoe nichts erzählen. Zoe, du raubst ihr ja noch sämtliche Illusionen. Hör doch auf damit. Nicht, dass sie deine Aussage ein Leben lang prägen wird. Zoe sollte es eigentlich besser wissen. Okay, bei dem Kerl hinter ihr, also der sich da hinter dem kleinen Mädchen befindet, sollte es mich auch nicht weiter wundern. Aber Rico, glaube mir, es gibt noch viele, viele andere Männer, die nicht nur an daherlaufenden Mädchen interessiert sind und aufgrund dessen alles liegen und stehen lassen und ihre kleinen Schwestern auch traurig auf irgendwelchen Bänken vor irgendwelchen Museen traurig zurücklassen. Wann kommt deine Oma zurück? Ich weiß es nicht. Obasan wollte unbedingt ins Museum gehen und sie ist manchmal sehr langsam. Vielleicht, wenn das Museum zumacht. Das dauert ja noch ein paar Stunden. Du wirst dich erkälten. Ich bin okay. Es ist nicht sehr kalt. Aber du könntest uns doch begleiten. Vielleicht kriegen wir dich da reingeschmuggelt. Weißt du, wie man zum Museum kommt? Oh, ja, du musst das Cable Car nehmen. Aber dazu brauchst du ein Ticket. Wo kann ich denn ein Ticket kaufen? Der Fahrkartenschalter hat an den Sonntagen geschlossen und der Automat ist kaputt. Darum geht das nicht. Habe ich auch schon mitbekommen. Beides habe ich mitbekommen. Aber wir sind ja schon im Besitz eines Tickets. Sag mal, Rico, willst du das nicht haben? Aber naja gut, wir brauchen es ja selber. Das können wir auch ihr gar nicht überreichen. Aber willst du vielleicht ein Kaugummi haben? Vielleicht bist du dann noch nicht mehr ganz so traurig. Hey, da ist ein Gratis-Aufkleber mit dabei. Oh. Naja, so hat sich das von alleine gelöst. Und ich kann mir schon denken, wozu wir diesen Aufkleber benötigen. Eine klebrige Sache, das Ganze. Ein bunter Aufkleber mit einem Cartoon-Wortilla drauf. Da steht, Chew you later. Verstehe ich nicht. Chew you later, see you later, Alligator. Wir wissen, wozu wir diesen Aufkleber verwenden können. Ist dann unser zerrissenes Ticket. Und da ist es. Vollständig und bestimmt auch noch verwendbar.
Der Aufkleber hält die beiden Teile gut zusammen. Ja, sag ich doch. Also, Rico. Ich kann ihr mein Ticket nicht geben. Ich brauche es mehr als sie. Ticket? Oh, okay. Das ist, um das Cable Car betreten zu können und über den Canyon zum Museum zu gelangen. Ich möchte unser Ticket noch nicht gänzlich einlösen, denn wir werden vielleicht noch an ein zweites herankommen. Und ich habe ja gesagt, die kleine Rico könnte uns später noch hilfreich werden. Alles Weitere darf ich jetzt nicht versemmeln. Das Cable Car. Ich nehme an, dass es die einzige Möglichkeit ist, den Canyon zu überqueren. Aber ihr seht schon da unten diese junge Dame, die in diesem grauen Anzug. Und die wird als nächstes wichtig werden bezüglich unseres Zusammenspiels mit Rico und diesem Cable Car und einem möglicherweise weiteren Ticket. Hallo? Warte doch mal, Mann. Sie wartet bestimmt auf jemanden. Das muss die Freundin des Mannes sein. Und jetzt passt mal auf. Hallo, warten Sie auf jemanden? Was? Ja, nein, nicht direkt. Jemand wartete auf mich, nur er ist wahrscheinlich schon wieder gegangen. Ich habe mich sehr verspätet. Sie hatten eine Verabredung mit Ihrem Freund, um das Museum zu besuchen? Wie? Woher wissen Sie das? Er war hier und wartete auf Sie, aber er ging vor einer Weile wieder. Oh, wirklich? War er verärgert? Sagte er irgendetwas? Und jetzt sollten wir sehr behutsam vorgehen und Paartherapeutin spielen. Wir sollten uns aus der Situation nicht raushalten. Diesen Weg könnten wir vollziehen, aber dann würde seine Verlobte einfach so abziehen. Und sie hat dann noch etwas in ihren Taschen, was ich unbedingt an mich bringen möchte. Also sollten wir auf ihre Sorgen, die Sorgen des Paares eingehen und einfach mal zuhören. Er schien zu glauben, dass sie keine Lust hätten, ihn zu treffen und dass alles seine Schuld sei. Oh nein, ich versuchte rechtzeitig zu kommen, aber mein Zug wurde aufgehalten. Ich versuchte ihn anzurufen, aber da war nur dieses Rauschen der Stasis. Ich hatte nicht vor, ihm das anzutun. Was meinte ich? Wir sollen behutsam vorangehen. Niemand hat Schuld daran, dass ihr Zug Verspätung hatte. Sie haben recht, aber er hat in letzter Zeit bei seiner Arbeit viel durchgemacht. Es hat sein Selbstvertrauen untergraben und ich habe ihn nicht genug unterstützt. Ich wusste, dass ich besser den früheren Zug hätte nehmen sollen. Hierbei kannst du dich wiederum ihm erklären. Ihr findet schon eine Lösung. Lauf so schnell, wie es geht, hinter ihm her, versuch ihn zu erreichen und begrabt eure Sorgen. Dann werdet ihr wieder ein glückliches Paar. Kommunikation ist eben alles in einer funktionierenden Partnerschaft. Wenn Sie ihm sagen, warum Sie sich verspätet haben, wird er bestimmt nicht ärgerlich sein. Da bin ich ganz sicher. Ich hoffe es. Vielen Dank für Ihren Rat. Ich habe nichts, um Ihnen meine Dankbarkeit zu zeigen. Aber vielleicht möchten Sie meine Eintrittskarte fürs Museum? Ich werde sie nicht mehr brauchen. Das wäre großartig. Ich habe versucht, eine zu bekommen, aber der Automat ist außer Betrieb und der Ticketschalter ist geschlossen. Was für ein glücklicher Zufall. Hier haben Sie sie. Und danke nochmals. Ich danke auch, gute Frau. Tja, und somit sind wir im Besitz von 2 Tickets und jetzt dürft ihr natürlich 3-mal raten, wer uns begleiten kann, wen wir somit glücklich machen können. Ein Museumsticket mit dem Cable Car zu benutzen, steht drauf. Ich habe mich auch immer gefragt, ob dieser Mülleimer, wenn er alle 10 Minuten den Müll verbrennt, ob im Hintergrund wirklich so ein Countdown abläuft. In Echtzeit, meinte ich. Ein Echtzeit-Minuten-Countdown. Aber spielt jetzt auch keine weitere Rolle. Wir haben alles, was wir wollen. Und wie gesagt, wir hätten auch diesen Lösungsweg versemmeln können. Ich habe gerade so ein bisschen Wortfindungsstörung, tut mir leid. Glücklicherweise haben wir dies nicht versemmelt, denn vielleicht könnten wir Rico ja irgendwann später noch gebrauchen. So, Rico. Rico? Ja? Oh, hallo Miss Zoe. Ich habe ein Ticket für dich ergattert. Oh, wirklich? Vielen Dank, Miss Zoe. Jetzt kann ich ins Museum gehen, um Oba, San und Hiro zu finden. Vielen Dank. Danke. Aber warte auf uns, Kleine. Wir können doch zusammenfahren. Und sie wartet auf uns. Sehr gut. Naja, dann werden wir unser anderes Ticket mal einlösen.
Und ich habe gute wie auch nicht so gute Erinnerungen an die kommende Etappe, aber vielleicht trügt mich meine Erinnerung auch nur. Wir werden sehen. Rein mit uns. Na dann auf eine spaßige Überfahrt, Hugo. Willkommen bei der Warticorp. Erfinderin des Wartilla, des Bunnybutt und der beliebtesten und fortschrittlichsten Entertainment-Technologie der Welt. Bitte setzen Sie sich und treten Sie zurück. Die Türen werden geschlossen. Wir werden in Kürze starten. Sie stehen im Begriff, eine aufregende Reise ins Herz der Warticorp anzutreten und in die erstaunliche Geschichte des erfolgreichsten Konzerns dieses Planeten einzutauchen. Vom Warty Entertainment System zum Wartilla und noch weiter. Die Warticorp hat die Menschheit mit Liebe, Freude und mit Milliardenstunden Entertainment beglückt. In wenigen Monaten wird Warty eine Revolution im Home-Entertainment auslösen und das aufregendste neue Produkt seiner 200-jährigen Geschichte präsentieren. Project Altera. Es ist eine gute Zeit, Teil unserer immer größer werdenden, glücklichen Familie zu werden. Die Zukunft des Warty Entertainments leuchtet hell. Bitte vergewissern Sie sich, nichts liegen zu lassen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Viel Vergnügen bei Ihrem Aufenthalt im Warty Museum. Auf geht's, Rigo. Oh, Liv, bist du das? Hey, hast du einen Namen für mich? Der Name. Habe ich dir erzählt? Verschlüsselung. Bist du noch da? Oh, die Verbindung ist noch schlechter als vorhin, Liv. Ich kann dich kaum hören. Bleib dran, lass mich. Geschafft. Ich habe uns auf einen geheimen Eye-Channel geschaltet. Das sollte die ganze Sache etwas stabilisieren. Diese Eye-Agent-Software wird natürlich leuchten wie ein Weihnachtsbaum, darum müssen wir schnell sein. Bist du noch im Inneren von Warticorp? Ich arbeite daran. Attagirl, so heißt die Person, mit der du dich in Verbindung setzen musst. Ein gewisser Damien Cavanaugh. Mit einem C und A-U-G-H und A-V-A-N in der Mitte. Risa kontaktierte Cavanaugh durch Ryo Kuroki, das tote Mädchen in seiner Wohnung. Ryo und Damien arbeiteten zusammen. Ich erinnere mich, Risa sprach am Telefon mit Ryo, als ich ihn das letzte Mal sah. Also ist Damien Cavanaugh die Quelle. Wie finde ich ihn? Er ist ein Einwohner von Warty City, aber er ist zurzeit nicht erreichbar. Ich glaube, Warticorp schirmt ihn ab. Mobiltelefone arbeiten innerhalb des Konzerncampus nicht. Wenn er nicht im Netz ist, wird er bei der Arbeit sein. Entweder das oder die Stasis bringt alles durcheinander. Wir werden auf den Ersteren setzen müssen, da ich bereits in die Höhle des Löwen unterwegs bin. Wo genau arbeitet er? Ich weiß es nicht. Ich kann mich in die Warty-Datenbank hacken, aber das könnte einen Alarm auslösen. Und wir wollen doch keinen Alarm auslösen, Schätzchen, oder? Ich weiß, dass Ryo Kuroki als Systemanalytikerin bei Biotech arbeitete und dass Cavanaugh in der Softwareabteilung ist. Ich werde weitersuchen. Ich schicke dir eine Nachricht, wenn ich mehr Infos über den Mann finde. Wir sollten uns von nun an nur noch Kurzmeldungen schicken. Diese Verbindung ist zu riskant und das statische Rauschen überlagert andauernd alles. Okay, ich werde ihn finden. Ich muss ihn finden. Viel Glück, Süße, und mach dir keine Sorgen. Shit, da haben sich Agenten eingeloggt, muss abbrechen. Liv? Olivia? Ich hoffe, sie ist okay. Pass auf dich auf, Olivia. Da sind wir nun. Gleich werden wir das Herz des Konzerns betreten. Wie es scheint, ist Warticorp ein uneinnehmbares Unternehmen. Perfekt abgeschirmt für ihre Geheimprojekte, für das Geheimprojekt Altera oder so. Diese Brücke, diesen Übergang sollten wir fest im Blick behalten, denn vielleicht könnte er ein möglicher Weg heraus sein. Naja, gut. Auf geht's. Rigo, wo bist du hin? Bist du noch hier? Du wirst deine Oma sicherlich schon gefunden haben. Ich bin voller Spannung und sehr neugierig. Ich habe noch Erinnerungen, aber auch sehr schwammige. Dementsprechend werde ich selbst noch in vielerlei Hinsicht sehr, sehr überrascht sein. Ein Riesen-Wartilla, ein Riesen-Wonkers. Was tust du da? Verschwinde von dort. Diese Exponate sind sehr teuer. Sie sind nicht zum Hiro, was tust du da? Ich sagte ihm, er soll seine Hände von den Ausstellungsstücken fernhalten, Sir. Ich entschuldige mich für das Verhalten meines Enkels. Sie sollten besser auf Ihren Enkel aufpassen, Madam.
Wenn du das nochmal machst, Hiro, gehen wir sofort nach Hause. Und du bekommst keinen Nachtisch heute Abend. Könnten wir Hiros unliebsames Verhalten weiterhin anfeuern? Was hältst du davon, Hiro? Wir schauen uns erstmal ein wenig um. Wow, was? Dürfen wir das einfach so anfassen? Ja, hier ist das Anfassen erlaubt, oder? Bevor der realistischere, gorillaartige Wartilla in die Produktion ging, wurde dieser frühe Prototyp in einer begrenzten Auflage getestet. Er besaß bereits viele der Verhaltensweisen des späteren, fertigen Wartilla, aber er verfügte noch nicht über das flauschige Fell und die angenehme Persönlichkeit unseres heutigen Lieblings. Anders als der Wartilla, den wir heute kennen, war der Prototyp dazu programmiert, sich von Zeit zu Zeit zufällig nass zu machen. Mhm. Ein Merkmal, das jedoch sehr kontrovers und ablehnend aufgenommen wurde. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Interessant, höchst interessant. Auf jeden Fall scheinen Wartikorp auch die perfekten Verkaufsstrategen darzustellen. Dies ist dann auch eine spätere Version, nehme ich an? Little Big Cat war der erste Spielzeugrobot der Wartikorp. Ah. Zusammen mit einer sehr populären Animationsshow. In Die unglaublichen Abenteuer von Little Big Cat und Bob bewies die kleine, fellbedeckte Robokatze ihren enormen Erfolg. Die Show lief für 8 Jahre und endete in einer außergewöhnlichen Episode, in der Bob, der frühere Kindermörder, Little Big Cat tötete, kochte und aufaß. Die Fans verlangten nach der Rückkehr von Little Big Cat und Wartikorp überlegt zurzeit, diesen populären, verqueren Spielzeugrobot wieder zurück auf den Markt und auf die Bildschirme zu bringen. Was ist das für eine Sendung gewesen? War das wirklich eine Kindersendung? Nehme ich nicht an. Wie à la Simpsons, die Itchy und Scratchy Show. Ist das vielleicht eine Anspielung darauf? Ich hätte mich nicht von ihr hierher locken lassen sollen. Immer wählt sie so einen Mist aus. Ich könnte jetzt auch einen Tauchgang auf den Philippinen machen. Meinst du auch etwa deine Verlobte oder von wem sprichst du bitte? Wen kümmert diese gewaltige Werbekampagne, die sie gemacht haben? Das ist doch alles Kinderkram. Naja, scheint aber funktioniert zu haben, sonst wäre dieser Konzern mittlerweile nicht so erfolgreich und führend auf dem Markt. Ich hätte mich nicht von ihr hierher locken lassen sollen. Ja, schon verstanden. Und wer seid ihr beiden hier? Der Original Roboy hat im letzten Jahrhundert etliche Designänderungen erfahren. Diese beiden Versionen, von 2132 und von 2159, waren leichte Variationen von Dr. Pete's preisgekröntem Originaldesign. Der Roboy auf der rechten Seite des Displays gilt noch immer als ein Meilenstein der ultimativen Verquickung von Form und Funktion der Wartikorp. Oh, ich fühle mich schon fast überschlagen, was all diese Informationen betrifft. Wow, und was ist das für ein Riesending? Das ist doch kein Spielzeug oder für den häuslichen Gebrauch gedacht, oder? Das Berühren der Ausstellungsstücke löst den Alarm aus. Ja, wie gesagt, also Hiro, du musst irgendwann nochmal dein Verhalten überdenken. Lass dich bloß nicht einschränken von irgendwelchen Museumswärtern. Roboy, hier in der Originalversion zu sehen, stellte die 5. Generation der humanoiden Wartikorp-Robots dar. Von Dr. Alvin Peets selbst designt und 2104 herausgebracht, wurde er über Nacht zum Bestseller. Sein besonderes Design blieb für fast 20 Jahre bestehen. Roboy war für seine gewinnende Art, seine Hilfsbereitschaft und seine unglaubliche Ausdauer berühmt. Außerdem wurde er als der erste Robot mit ADHD bekannt. Muss ich mir das noch alles merken? Wer weiß, ich hoffe nicht. Sie amüsiert sich. Würde ich mich auch. Also, es amüsiert mich auch, will ich damit sagen. Ich liebe es, zum Museum zu kommen. Es ist so sauber und so still. Aber die Ausstellungsstücke interessieren mich nicht. Sie sind mir zu protzig. Da hast du irgendwie recht. Ich wollte meinen Enkel für diese Kultur begeistern. Aber es scheint ihn nicht so sehr zu interessieren.
Ich denke, seine Eltern sind schuld. Sie sind zu nachgiebig. Wird sie ihn etwa mal später einschleusen als Mitarbeiter? Ich wollte dir nur sagen, im Übrigen hast du eine sehr, sehr zauberhafte Enkelin. Wo ist Rico eigentlich? Mein anderer Enkel, Ren, passt auf meine Enkelin Rico auf. Sie wollten heute nicht mitkommen. Ich verstehe gar nicht, warum. Ja, Ren hat irgendwie andere Leidenschaften, hat uns ja Rico von berichtet. Dieser Platz ist noch leer. Und dieser auch noch. Wer weiß, was später dort für Ausstellungsstücke präsentiert werden. Und hier ist unser altbekannter Wartilla in überdimensionaler Größe. Hallo Wonkers, wie gern ich ihn habe. Wärst du doch nur hier, könntest du uns begleiten auf unseren Abenteuern. Der Wartilla der vierten Generation, der 2198 vorgestellt wurde, avancierte bald zum erfolgreichsten Spielzeugrobot der Geschichte. Mit seinen komplexen emotionalen Reaktionen und seiner freundlichen Wesensart wurde der Wartilla ein sehr beliebter Freund und Begleiter für Milliarden Kinder und Erwachsene. Was ist die nächste Entwicklungsstufe unseres Lieblingsrobots? Das wird noch nicht verraten, aber die Zukunft sieht geradezu unglaublich aus. Geheimprojekt Altura. Ich behalte unseren Wonkers immer im Herzen. Für diesen Job scheint er genau der Richtige zu sein. Hat er schon bewiesen. Viel Vergnügen bei Ihrem Besuch im Wartikorp-Museum, Madam. Ja, vielen Dank. Es ist sehr beeindruckend. Und die Ausstellungsstücke sind auch super beeindruckend. Und ich habe bisher sehr viel gelernt. Ich entschuldige mich für das Durcheinander. Wir hatten Probleme mit einem der Ausstellungsstücke. Es drehte durch. Keine Sorge, fast niemand wurde ernstlich verletzt. Welches meinst du, diesen Riesen hier? Warte mal, hau doch nicht ab. Drücken Sie auf die Symbole, um mehr über die Ausstellungsstücke zu erfahren. Habe schon alles erledigt. So, Hiro, nun zu dir. It's your turn. Ich zähle auf deinen Ungehorsam. Besser gesagt, deine kindliche Neugierde. Von mir aus darfst du anfassen, was du willst. Er sieht ein bisschen deprimiert aus. Naja, weil er nichts anfassen darf. Hallo? Nicht sehr gesprächig, oder? Oder bist du nur schüchtern? Okay. Du brauchst einen Kaugummi. Wir haben doch noch einen, oder? Ja. Klappt nicht. Okay, naja, dann schauen wir uns noch weiter um. Hier dürfen wir eh nicht durch diese Tür. Der Personaleingang. Er führt wahrscheinlich ins Hauptgebäude, was genau der Ort ist, wohin ich gelangen muss. Und wir könnten versuchen, diese Tür mit unserem Handy zu öffnen oder mit anderweitigen Hacking-Methoden. Okay. Oder wir können natürlich unsere Hacking-Instrumente, wenn der mal hier wegschaut, mit diesem Ausstellungsstück verwenden. Und jetzt? Bitte, Madam, berühren Sie keine Ausstellungsstücke. Das war ich nicht, das war Hiro. Also, der Kleine direkt hinter mir. Hallo nochmal. Immer noch nichts? Okay. Bitte bleiben Sie von den Ausstellungsstücken zurück. Eine Berührung löst den Alarm aus und ich muss ihn wieder manuell zurücksetzen. Komm, Hiro, bei einem dritten Mal bist du doch dabei, oder? Hallo nochmal. Immer noch nichts? Okay. Wir müssen nur schauen, wo sich dieser Typ aufhält. Sollten wir dieses Ausstellungsstück noch einmal berühren? Nicht rauswerfen, bitte. Ich sagte Ihnen doch, dass Sie die Ausstellungsstücke nicht berühren sollen. Warum müssen Sie mich ärgern? Das tue ich nicht. Ich war es auch nicht. Und wenn, war das nur Zufall? Gleich werden wir bestimmt herausgeworfen. Ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwas zu tun. Der erste Bunnybot war über 3 Meter hoch und wog mehr als 300 Kilogramm. Nach einigen unglücklichen Unfällen, von deren Verantwortlichkeit Warty jedoch vollständig freigesprochen wurde, ging eine kleinere und leichtere Version in die Produktion. Der Bunnybot ist und bleibt einer der beliebtesten Spielzeugrobots der Warty Corp.
und er wird immer noch auf der ganzen Welt an glückliche Kinder und verantwortungsvolle Erwachsene verkauft. Verantwortungsvoll? Das bin ich. Nicht wahr, Zoe? Das sind wir. Auch für 3 Meter hohe Spielzeugroboter. Oder was ist mit dir, kleiner junger Mann? Hast du keinen Bedarf an ein Kaugummi? Vielleicht sollten wir mal nach draußen schauen. Vielleicht treffen wir noch mal Rico an. Wo bist du denn, Kleiner? Nix. Hätte ja sein können. Wo hält sie sich denn auf? Das war nicht die richtige Lösung. Was kann ich tun? Hey! Ich hab nichts getan. Diese Tür ist nur für Angestellte. Das war nicht so offensichtlich. Oh, tut mir leid, ich suche nach einem Waschraum. Kein Waschraum, nur für Personal. Tut mir leid. Aber hier muss es doch Toiletten geben oder so. Die einzige Möglichkeit, wie ich daran vorbeikomme, ist, wenn Olivia mir ihre Hand leiht. Natürlich nicht wirklich. Das wäre ganz, ganz falsch. Also doch, Hacking. Und wir haben eine Nachricht bekommen, oder? Rico! Was machst du hier? Obasan sagte dir, du sollst bei Ren bleiben. Ja, aber Ren hat mich zurückgelassen. Ich war ganz allein. Aber dann hat mir diese nette Lady geholfen und... Du bist so ein kleines Baby. Halt die Klappe, ich bin kein Baby. Bist du aber doch. Baby, Baby, Baby. Haha, du machst ja noch ins Bett und hast Angst vor der Dunkelheit. Lügner, ich hab vor gar nichts Angst. Doch, hast du. Du hast vor allem Angst. Du bist ein Angsthase. Das bin ich nicht. Ich beweise es dir. Naja, ein wenig feige war er zu fast schon, weil er nicht mit uns sprechen wollte. Hey, hey. Und der Weg ist frei, würde ich sagen.